Schöne Kombis heißen Avant, so war der Werbespruch von Audi in den 90ern. Damit das auch im Jahr 2018 so bleibt, wollen die Ingolstädter ihren neuen A6 Avant vorstellen. Sehr wahrscheinlich ist die Premiere auf dem Autosalon in Paris. Marktstart soll schon im Herbst 2018 sein. Damit legt Audi kurz nach der Limousine auch die Kombi-Version nach. Der A6 Avant wird noch sportlicher, noch luxuriöser und noch dynamischer als bisher. Obwohl die Heckscheibe deutlich flacher steht als sonst, schrumpft das Ladevolumen nicht. Innen wird, wie bei der Limousine auch, das neue MMI Touch Response zum Einsatz kommen. Das Infotainment, bekannt aus A8 und A7, ersetzt klassische Tasten durch Touchscreens mit haptischem Feedback. Außerdem kommt auch hier das neue Design von Marc Lichte zum Einsatz. Es wird der erste Serienkombi aus der Feder des neuen Chefdesigners sein und soll an das Prolog-Avant-Konzept von vor 3 Jahren aus Genf erinnern.